So, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Ja, und was hat die Dominique uns mitgebracht? Viele Geschenke, und die werden wir im Laufe des Abends alle schön einpacken. Und das wird uns die Dominique zeigen, wie sie das macht, einpacken der Geschenke. Ja, Dominique, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir haben ja hier 4 unterschiedliche Sachen. Fangen wir mal mit dem kleinen Teil an. So. Dominique, du kommst aus unserer Partnerstadt Auxerre. Genau. Werden da die Geschenke auch eingepackt? Ja, allerdings macht der Weihnachtsmann dann. Und den packt dann. In Auxerre macht es der Weihnachtsmann? Ja, macht für alle französische Kinder. Und die Geschenke werden dann am 25. Überreicht. Am 25. Ja, morgens steht man auf. Und am 24. waren die Stiefel, Schuhe oder wie immer dann vor der Kamin dann gestellt. Und steht man auf und der Weihnachtsmann war da über Nacht. Ganz logisch, der kommt hier um 18 Uhr. Ja. Also der kann nicht dann überall sein in selbe Zeit. Aha. Du könntest mal kurz den Arbeitsgang beschreiben. Du hast jetzt angefangen, das erste Teil so reinzulegen. Ja, also der Geschenk dann aufs Papier legen natürlich und dann ungefähr schauen, wie viel man braucht dann für Papier. Und jetzt mit Geduld schön einpacken. Ja. Und zwar, ja. Hast du das irgendwo mal gelernt? Ja, ich habe dann auch geholfen, dann in Weihnachtszeit in ein Geschäft. Und Weihnachten müsste man dann viel einpacken. Und ich packe auch sehr gerne. Mhm. Ja. Mal eine kurze Frage, Dominique, zu dem französischen Weihnachtsfest. Wie unterscheidet sich das dann von unserem deutschen Weihnachtsfest, außer dass es die Geschenke am 24. nicht gibt? Ja, also vor 26 Jahren, als ich kam dann in Deutschland, mein erster Weihnachtsmarkt war in Frankenthal. Mhm. Und ich hatte bis da noch nie einen Weihnachtsmarkt erlebt. Mhm. Und das war für mich was Schönes. Ich kann mir nur erinnern, das war, ich war 26, aber ich war wie ein Kind. Das war so schön, weil das gibt es nicht in Frankreich. Natürlich jetzt dann mittlerweile kommt es dann alles, das ist alles dann, schaut man dann, was die Länder machen und man macht dann auch wie die Nachbarländer oder andere Länder dann machen. Aber in meiner Zeit gab es das nicht. Es gibt auch keinen Adventskranz, auch kein Plätzchen. Und diese ganze Ferie dann von Weihnachten gibt es leider nicht. Du sagtest eben, es gibt in Frankreich keine Weihnachtsplätzchen. Nein. Ach, wie schade. Also ja. Dann möchte ich nicht Weihnachten feiern. Plätzchen könnte zu. Ja, und auch keine, diese Adventskalender, genau. Das gibt es nicht dann in Frankreich. Ja? Nein. Das ist dann, ja, schade, aber das läuft auch trotzdem. Gibt es denn ein typisches Weihnachtsessen? Oh ja. Also, typische Weihnachtsessen ist mit verschiedenen Gängen. Klar, man sitzt dann ein paar Stunden am 24. Und es gibt dann natürlich dann Austern, Muscheln, Schnecken, alles diese Sachen. Dann oft dann isst man dann auch wild. Ja. Und das gibt es dann mit verschiedenen Nachtisch und es gibt dann wieder am 25. dann noch ein Mittagessen, die dann auch sehr lange dauert. Ja. Und vom Essen bei uns gibt es ja da die Weihnachtsgans. Gibt es sowas auch in Frankreich? Es gibt dann auch, ja, es gibt dann auch dann diese Geflügel, die, wie sagt man, mit
wie sagt man nach Fachster, mit drin Füllung. Dann. Wie? Füllung, genau. Füllung und Marron gibt es auch. Marron? Ja. Die Kastanie, ja, genau. Dann geht man in Frankreich auch dann in die Kirche? Ja, am 24. geht man in die Kirche und es gibt dann sehr oft kleine Kirche, die mit echten Tieren diese Weihnachtsgottesdienst feiern. Mit Schafen? Ja, mit Schaf und Ochs und alles in die Kirche und auch sehr oft noch ein echtes Baby. Ein was? Ein echtes Baby. Ein echtes Frischgeborene. In der Krippe? Ja, genau. In der Kirche? In der Kirche, in der Krippe, ja. Boah. Genau. Das ist Tradition. Das ist Tradition, ja. Und dann trinkt man dann danach, dann, also jetzt, das ist dann modern. Damals, vor einige Jahre, als ich klein war noch, gab es nicht, dass man dann danach was trinkt. Mhm. Und es gibt auch keine Nikolaus. Das ist dann in Elsass bekannt. Aber bei mir dann, also in Ossea, in Burgund, gibt es keinen Nikolaus. Und ich kann mich dann besinnen, dass damals, als ich klein war, war ein Monsieur Cosset, der war Deutschlehrer, ist Deutsch, ursprünglich aus Pfiffikum. Pfiffikum? Ja, und er hat immer dann Paket dann, bekommen dann für Weihnachten. So, das ist dann der Umschlag. Mhm. Und dann hat er immer, weiß ich noch, diese Kinderriegel. Mhm. Und das habe ich so gern gegessen. Kinderriegel? Kinderriegel, diese Riegel dann vom Kinder, Schokolade-Kinderriegel. Ja. Und das gab es nicht dann in Frankreich damals. Und der hat mir gegeben und der hat immer gesagt, es ist für dich und deine Schwester. Aber im Auto, als ich dann zurück bin, dann mit meiner Mama, sind dann die Kinderriegel dann viel verloren gegangen. Es gab nur noch 2-3 übrig. Ho. Die sind nicht verloren gegangen, die sind irgendwie mit deinem Mund verschwunden. Boah, bestimmt. Also das habe ich dann gern gegessen. Sind denn in Frankreich dann auch die Tage frei? Sind das Feiertage Nein. bei uns? Nein, am 24. ist es ein so gut wie normaler Tag. Und die Geschäfte sind auch auf, also zum Beispiel die großen Geschäfte, die normalerweise bis 22 Uhr auf sind, sind bis 19 Uhr, spätestens 20 Uhr dann auf. Und dann am 25. ist es Feiertag, natürlich. Mhm. Und dann geht man am 26. wieder arbeiten. Nächsten Tag, also nicht wie bei uns? Nur 25 ist. Nur 25 ist dann. Ja. So. Ich habe dir jetzt eine Weile zugeguckt, was mich total fasziniert hat. Du hast es auf die richtige passende Länge geschnitten und dann gehst du hin und nimmst beide Enden. Ja, und das ist dann auch wichtig, diese beide Enden, weil wenn man zu lang Papier hat, dann sieht nicht aus. So, also dann lieber weniger Papier, die ihr dann für einen anderen Zweck dann benutzen könnt, nicht immer alles weg. Werfen und dann habt ihr ein schöneres Paket. So, also, so gucken, das ist noch ein bisschen zu, ja, das geht. Das ist perfekt dann für mich, so ein Föhn. Was ist denn, wenn du mal so nachdenkst an deine Jugend, dein schönstes Weihnachtserlebnis? Mein schönstes Weihnachtserlebnis? Ha! Ich weiß noch, ich hatte dann eine Zitronengelb-Handtasche bekommen. Und das war dann mein Alles. Ja? Ja, das war, ich weiß es nicht warum, aber diese Zitronengelb-Handtasche war meine Lieblingsgeschenk. Ja. Hast du sie heute noch? Nein, ich habe irgendwann verloren und ich war so traurig. Oh. Ja. Aber vielleicht dann
bringt mir dann der Weihnachtsmann dann eine neue Zitronengelb-Handtasche. Also, lieber Weihnachtsmann, vielleicht findest du irgendwo eine zitronengelbe Handtasche für Dominik, für das, dass er uns so schön die Geschenke da einpackt. Ja. Aber weißt du dann, mein schönstes Weihnachtsgeschenk, sage ich, ist es, dass ich gesund bin. Und ich wünsche das dann an alle, weil das kann man nicht kaufen. Und das ist dann heutzutage, das ist dann viele Leute vergessen, dass es gibt Gesundheit und dass man das nicht bezahlen kann. Und Geld ist alles schön und gut. Aber wenn man dann gesund ist und dann echte Freunde hat, ist es dann schon viel wert. Ja. Also so ist meine Meinung für Geschenk. Es braucht auch nicht immer ein großes, teures Geschenk sein, sondern eigentlich nur eine kleine Anerkennung für das Jahr. Genau. So, und ich habe mich dann hier, dann nehme ich dann das. Größere Pakete sind etwas schwieriger einzupacken. Sehe ich das richtig? Ja, aber ist nicht schlimm. Man muss nur Geduld haben und durchhalten. So, manchmal dann geht es besser, manchmal ja. Und das hat mir dann jetzt, wenn wir zurückkommen von dieser Zitte, also Weihnachtsritual dann zum Beispiel, das fasziniert mich dann in Deutschland, wie das läuft. Dann dieses ganz Wunderland, dann wenn es ist dekoriert und Musik und alles, das ist ja, das ist schon was ausgewöhnlich dann. Ja. Also jetzt am Zurückpacken, was ganz wichtig ist, immer dann schön die Ecke falten und sieht dann viel schöner aus. Und ich mag nicht unbedingt dann Tesafilm dann benutzen, weil ja, also kann man dann auch mit, mit Bolduc, heißt es auf Französisch. Wie heißt es? Bolduc. Bolduc. Bolduc, genau. So. Und man kann dann auch natürlich die Geschenk in eine schöne Tour dann einpacken. In was? In eine schöne Tour. In einen schönen Stoff. Aha. Entweder Stoff oder Küchentour oder einfach dann ein schöner Stoff irgendwie, dass man dann auch noch benutzen kann danach. Also ich hätte dann auch rote Bänder dann und kann man dann auch so ein bisschen so, genau. So Dominik, und zum Schluss kommt diese Herausforderung. Das habe ich noch nie geschafft, eine Flasche einzupacken. Eine Flasche anzupacken, gut. Also, dann probieren wir. Ja, das ist nicht so einfach. Noch dazu, wenn die dann nass ist. So. Und die muss dann auch ganz bleiben, ne? Natürlich. Ja, die sollte ganz bleiben. Ja, ganz unvoll. So. Jetzt haben wir nachher hier ein Studio und will dann jeder rein und nimmt raus, weil es da gut riecht. Uiuiui, das wäre dann schade. Ah, was auch dann schön ist, dieser Glühwein auf der Weihnachtsmarkt hier. Ja. Das ist wirklich, das ist, wenn es noch Schnee gibt, das ist wirklich Weihnachten. Also das ist Sache, wie gesagt, für mich. Gibt es denn in Ossea auch Schnee an Weihnachten? Gab dann in meiner früheren Zeit. Ja. Gab es dann, ja. Da, wie mache ich dann? Ich mache dann so. Ja, aber das ist dann so, die Witterung ist dann wie hier ungefähr dann Ossea. Mhm. Ja, plus ein bisschen mehr Nebel. Wirst du an Weihnachten mal nach Ossea fahren? Leider nicht dann. Das ist dann dieses Jahr doof dann für jeder. Ja. Wegen Corona? Ja. Aber du hast Kontakt zu deinen Verwandten? Natürlich, jeden Tag sind wir am Telefonieren. Da benutze ich dann Tesa, weil
Das ist ein bisschen kompliziert, also Flasche packen. Tag. So, aber steht da noch. Jetzt. So, einmal. Wie heißt das auf Französisch? Bolduc. Bolduc, sehr gut. Bolduc. Sehr gut gelernt. Aber jetzt wüsste ich nicht, wie es geschrieben wird. B-O-L-D-U-C. B-B-Bolduc. So. Ja. Ja. Na ja. Also ich muss sagen, das war kompliziert. Also ich weiß nicht, ob ich die Dings hinbringe. So eine Flasche. Aber du hast jetzt noch etwas zu mitbringen. Das ist Gold wert. Das ist Gold wert, Leute. Also mit Prinzel. Da haben wir einen Rest Papier. Ja, das wird dann noch. So. Also kann man dann überall dann bringen. Letzte, erste Lockdown habe ich dann bei Nachbar dann was ausgeliehen. Habe ich dann eine Klopapierrolle gebracht. Und die haben dann gelacht. Das war so lustig. Und jeder hat das vorrätig zu Hause, wenn man geht dann im Geschäft. Also denkt man dann schon, dass jeder dann eine Rolle hat. So, zack. Das wäre natürlich was Schönes für die Weihnachtsgeschäfte. Eine Rolle Klopapier. Genau. Kostet nicht viel Geld und kann nützlich sein. Mhm. Na, so. Unser Paket ist fertig. So, liebe Dominik, das hast du wirklich schnell gemacht und vor allen Dingen in dieser kurzen Zeit. Und ich muss sagen, das mit der Flasche, das kriege ich nicht hin. Ich habe da, glaube ich, etwas, das ist, geht ein bisschen einfacher. Ich glaube, die Flasche kann man auch in so einer kleinen Tasche verteilen. Ja, ein schönes Kärtchen dran. Also Olaf, du bist dann super. Ich bin immer ja eine Lösung an jede Probleme. Ja, Dominik, ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken. Gerne. Du wolltest, glaube ich, noch deine Tochter grüßen in Amerika. Die ist leider an Weihnachten nicht. Ja, noch, wie das aussieht, noch ein Jahr dann weg. Und meine Lieblingstochter, die in Chicago ist, sende ich liebe Grüße. Und auch in Ulm am Eike Walter und dem Mocken. Dann wünsche ich euch in Amerika, in Ulm, ein fröhliches, ein seliges, ein gnadenbringendes Weihnachtsfest. Bleibt bitte alle gesund und startet gut in das neue Jahr 2021. Dankeschön.